Willkommen zurück zu Chapter für Chapter. Ich bin wieder da und wir gehen direkt rein in Kapitel 11. Im letzten Kapitel haben wir noch gesehen, wie Ruffy in Buggys Gefangenschaft geraten ist und dieser verlangte, dass Nami ihn kalt macht, um Buggy ihre Loyalität zu beweisen. Bis Nami sich schließlich dagegen entschied und für Ruffy einstand. Als dann kurz bevor Ruffy sein Leben verlor, Zoro das Game betrat und es zu einem Zweikampf kam, nahm Zoro Buggy ziemlich easy down. Doch das Ganze schien irgendwie komisch. Es war zu einfach gewesen. Und genau das denkt sich auch gerade Zoro zu Beginn von Kapitel 11. Dennoch, selbst die Crewmitglieder von Buggy scheinen erstaunlich entspannt dafür, dass ihr Captain gerade in 3 Stücke zerschnitten wurde. Noch weirder ist, dass seine Crew sogar zu lachen anfängt. Und dann passiert etwas, was man verständlicherweise nach fast 3 Jahrzehnten vergessen haben kann. Zoros Gesichtsausdruck verändert sich schlagartig, weil er von Buggy abgestochen wird. Wir haben schon in vergangenen Chaptern angeschaut, was für eine bedrohliche Art Buggy bei seiner Einführung hatte und dabei auch mehr war als nur ein Joke-Charakter. Dass das Ganze aber nochmal massiv unterstreicht, ist die Tatsache, dass Zoro, den wir bisher als unaufhaltbare Naturgewalt kennengelernt haben, jetzt von einem hinterhältigen Angriff von Buggy getroffen wird. Und das ist keine "Oh nein, er hat mir eine Faust geknallt, wegwischen, weitermachen" Sache. Nee, das ist eine ernsthafte Wunde und Verletzung, die Zoro da kriegt von ihm. Und in diesem Moment realisiert auch Zoro, dass die Hand von Buggy in der Luft schwebt, was zu einem unfassbar guten Shot führt. Der Hintergrund verschwindet, wir sehen nur noch Zoro und Buggy, ein kurzer Moment, in dem alles andere um sie herum verschwindet. Zoro wird nämlich von beiden Seiten angegriffen und steht unter massivem Druck. Denn die Bedrohung kommt nicht nur von einer Seite, es kommt sowohl von hinten als auch von vorne. Denn obwohl Zoro nur gegen eine Person kämpft, ist Buggys Hand vorne und sein Körper hinten. Zoro ist also basically in einem 1 gegen 1 umzingelt. Was auch ein smoother Übergang in die Vorstellung seiner Teufelsfrucht ist, die Trenn-Trenn-Frucht, mit der er seinen Körper splitten kann. Nur um das mal klarzustellen, so sehr wir uns auch gerne über Buggy lustig machen, realisieren viele oft nicht, dass Buggys Teufelsfrucht, wenn er effektiv trainieren würde, eine absolut verheerende Frucht wäre. Das größte Problem von Buggy ist, dass er einfach kein Kämpfer ist. Natürlich kann Buggy kämpfen, keine Frage. Aber er ist kein straightforward Kämpfer wie bisherige Antagonisten. Morgan hat beispielsweise einen sehr direkten Kampfstil, bei dem er fast schon rumbrüllt, was er tut. Genauso wie bei Alvida mit ihrer Eisenkeule, das Ganze ziemlich klar ist, worauf das hinausläuft. Buggy ist ein direkter Kontrast dazu, da er deutlich hinterhältiger kämpft und einen viel anpirschenderen Kampfstil hat. Und dabei auch gerne auf Sneak Attacks setzt. Amis Reaktion addet nochmal zum Worldbuilding, da sie meint, dass sie dachte, dass Teufelsfrüchte nur ein Mythos wären. Dass Teufelsfrüchte im East Blue als Mythos gelten, ist, wie ich bereits in einem vergangenen Video erwähnt habe, sehr subtiles und schlaues Worldbuilding. Wenn ihr das ein bisschen genauer wissen wollt, dann schaut gerne das Video an. Jedenfalls ist selbst Ruffy schockiert und hält ihn für ein Monster, was zugegebenermaßen etwas weird ist für einen Gummidude, aber ey, es ist Ruffy. Wir sehen hier auch die analytische Seite von Zoro, der auch realisiert, dass er schlicht und einfach leichtsinnig war. Ihm war bewusst gewesen, dass Buggy eine Teufelsfrucht hat. Das hatten die anderen 3 ihm bereits gesagt. Und dieser Leichtsinn hatte ihn kritisch verwundet und zeigt seine Spuren. Das ist aber auch generell etwas, was sehr Hand in Hand geht mit Zoros Einstellung. Dass das Leben als Pirat ständig bedeutet, dass man auf der Hut sein muss und Leichtsinn schnell lebensgefährlich werden kann. Ohne zu spoilern, sage ich, dass gerade solche Momente, die es noch oft genug geben wird, eines der großen Gründe ist, wieso Zoro derjenige sein wird, der Ruffy anfährt und ihm sagt, dass sie keine Kinder sind, die Piraten spielen und dass eine Crew, die sich nicht auf ihren Captain und seine Entscheidungen verlassen kann, als auch sich der Gefahren nicht bewusst ist, schnell zerbrechen wird. Ami auf der anderen Seite, die natürlich noch nicht Teil der Crew ist, rattert in ihrem Korb in ernster Lage ab und wie sie selbst draufgehen wird, wenn sie hier bleibt mit Ruffy und Zoro. Während Ruffy seinerseits das Ganze nur still beobachtet, bis er austickt wegen Buggys Hinterhalt und ganz Ruffy-like direkt seine Nase beleidigt. Das bei Buggy so ist, als würde man auf Mutter gehen. Buggy wiederum, wie nicht anders zu erwarten, setzt wütend dazu an, Ruffy den Gnadenstoß zu geben. Und ganz ehrlich, der smoothe Ablauf dieser Panel, die Bewegung des Messers, wie es in den Käfig fliegt, ist schon unfassbar nice anzusehen. Doch wie ihr euch denken könnt, fängt Ruffy den Dolch ab mit seinem Mund, was diese ganze Abfolge nochmal perfektioniert. Und er stellt auch klar, dass er Buggy downnehmen wird. Buggy ist aber nicht schockiert oder erschrocken über Ruffy Reaktion. Dennoch erscheint das Ganze mit wachsendem Interesse und einem Grinsen zu verfolgen, bevor er sich über Ruffy lustig macht. Jetzt kommt es zu einem subtilen Moment, den ich wahnsinnig gut finde. Als der Clown, der er ist, gibt er seiner Crew den Befehl, Ruffy auszulachen. Sprich, er muss seiner eigenen Crew sagen, Leute, lacht ihn jetzt aus, bevor die Leute sich trauen zu lachen. Es ist eine ganz klare Verteilung von wer hier der Captain ist, wer hier das Sagen hat und wer seine Gefolgsleute sind. Die selbst lachen auf seinen Befehl.
Auf der anderen Seite sehen wir Ruffy, der Zoro einfach nur zuschreit, dass er wegrennen soll. Zoro ist am Anfang auch überrascht, doch dann wechseln die beiden Blicke und kommunizieren auf diese Art und Weise nonverbal miteinander. Zoro atmet dann schließlich aus und gibt sein Okay. Wieso diese beiden Szenen so ein Kontrast sind, dazu komme ich später. Aber merkt euch das. Buggy selbst gibt den Befehl zum Angriff, als Zoro tatsächlich losrennt. Weg vom Käfig und die Angriffe von allen Seiten von Buggy abwehrend. Doch wie bereits erwähnt, ist der Treffer, den Buggy hatte, kein einfacher Hit. Im Gegenteil, es macht Zoro offensichtlich zu schaffen und er hält sich die Wunde zu. Das Vertrauen und die nonverbale Kommunikation von Zoro und Ruffy wird jetzt klarer, als wir sehen, wo Zoro hingeeilt ist. Mit Mühe wegen der Verletzungen dreht er die Kanone von Buggy um, die jetzt auf Buggy und seine Crew selbst gerichtet ist. Die Buggy-Kanone ist auf Buggy gerichtet. Und hier kommen wir jetzt wieder zurück zum Kontrast zwischen Buggy und Ruffy. Denn bei Ruffys überraschtem und begeisterten Gesichtsausdruck merken wir, als er Zoro sagte, dass er losrennen soll, hatte Ruffy keinen genialen Plan. Es war der most Ruffy Move ever. Zoro zu sagen, dass er einfach losrennen soll, statt ständig um den Käfig herumzutänzeln, dass er da schon klarkommt und keinen Beschützer braucht und einfach mal drauf vertraut, dass Zoro irgendwas schon irgendwie tun wird. Sprich, wir haben eine Crew, bei dem Buggy zum Lachen seinen Leuten den Befehl geben muss, während auf der anderen Seite ein Ruffy sich einfach nur denkt, ja, der wird schon irgendwas tun. Da war kein klarer Befehl dahinter, das war einfach ein ja, renn los. Was das Ganze noch einen Schritt weiter treibt, auch die Crew-Dynamik mit Nami nochmal unterstreicht, Zoro selbst scheint bereits ein gewisses Grundvertrauen zu Nami aufgebaut zu haben. Denn sein ganzer Plan mit der Kanone basiert natürlich darauf, dass die Kanone auch angezündet werden muss. Es ist etwas, wozu Zoro jetzt in dieser Situation nicht in der Lage ist. Er baut einfach drauf, dass Nami das schon irgendwie hinkriegen wird und ihren Part beitragen wird. Sprich, Ruffy sagt zu Zoro go und vertraut drauf, dass das schon gut kommt. Zoro macht einfach sein Ding, reicht die Fackel weiter, baut in seiner Handlung drauf, dass Nami im kritischen Moment schon irgendwie was tun wird und das Ding angezündet kriegen wird. Die Hierarchie hier ist nicht wirklich klar gesetzt. Wir haben Alvida gesehen, die ganz klar die Kapitänin der Alvida-Piraten war. Und jetzt sehen wir Buggy, der ganz klar der Kapitän hier ist. Wie gesagt, nochmal, so sehr eine Autoritätsperson, dass er seinen Leuten befiehlt zu lachen, während es auf der anderen Seite komplett andersrum ist. Hätten wir die vorherigen Chapter nicht gesehen und würden genau hier starten, wer ist jetzt genau der Kapitän, Zoro oder Ruffy? Ohne jedes Vorwissen zu One Piece. Wäre das ein richtiger 50-50-Guess. Aber dieses improvisierte Vorgehen und dieses Vertrauen zahlt sich aus. Mit einem gewaltigen Knall geht die Kanone los und streut Chaos und Verwirrung mit der Explosion und dem aufkommenden Rauch. Und erst in diesem Moment stellt Zoro auf die Schnelle die offensichtliche Frage an Nami. Die No Front, aber wer bist du eigentlich? Namis Erklärung, dass sie eine Diebin ist, spielt für Ruffy natürlich keine Rolle. Er stellt sie direkt als die Navigatorin vor. Nami selbst hat natürlich immer noch null Interesse dran, Ruffys Crew beizutreten. Er hat ihn als Idioten an und meint, dass Ruffy sich lieber Gedanken machen soll, wie er aus dem Käfig rauskommt. Bei Ruffys Antwort, dass das, ey, eine gute Idee wäre, scheint Nami ernsthaft dran zu zweifeln, ob Ruffy mehr als 3 Gehirnzellen hat. Doch jetzt wird es Zeit, etwas Licht auf Zoro zu scheinen. Denn er meint zum Ganzen, dass Ruffy ruhig im Käfig bleiben soll. Denn sie haben sich natürlich nur limitierte Zeit verschafft durch die Aktion mit der Kanone. Und da bleibt nicht wirklich viel Zeit für eine clevere Lösung. Also macht Zoro das, was er am besten kann. Mit dem Kopf durch die Wand und mit roher Kraft sich selbst aufopfern. Denn der Dude hebt eiskalt den Käfig an, wissend, dass die Verletzung bei der Belastung aufgehen könnte und er damit sich in Lebensgefahr bringt. Es ist so sehr ein Akt des Wahnsinns, dass sogar Ruffy Vernunft zeigt und ihm sagt, dass er das nicht tun soll. Doch Zoro interessiert es nicht. Er meint zu Ruffy, dass er die Dinge auf seine Art tun wird. Dass Ruffy sich da nicht einmischen soll. Und diesen Aspekt möchte ich etwas genauer anschauen. Ich weiß, dieses ständige Bild von boah, keiner ist so loyal wie Zoro, wird gut und gerne auf und ab geplappert. Doch ich denke, dass die Loyalität in der Crew zu Ruffy gleichermaßen bei allen vorhanden ist. Aber wichtig ist, dass sie sich auf unterschiedliche Weisen zeigen. Ich habe ein Video, in dem ich jeden einzelnen Verrat der Strohhüte genauer analysiere, wenn ihr da bei den Strohhüten allgemein etwas tiefer eintauchen wollt. Doch hier sehen wir einen der Aspekte von Zorros Loyalität. Denn Zoro ist nun einmal der große Kämpfer der Strohhüte. Und der Kämpfer, dessen einziger Job das Kämpfen
Kämpfen ist. Er ist jemand, der sehr viel trainiert und oft der Crew durch seine Kampfkraft zur Hand geht. Deswegen ist es umso mehr passend, dass er auch derjenige ist, der am öftesten sehr verletzt ist und unter Einsatz seines Lebens diese Schmerzen zurücksteckt, um eben für die Crew da zu sein. Ich bin sicher, dass jeder von euch, der schon da war, sich an den Nichts ist hier passiert Moment erinnert, auf den ich aus Spoilergründen nicht näher eingehen werde für diejenigen, die One Piece neu entdecken. Aber dieser Moment und viele andere bis zu diesem Nichts ist passiert Moment, aber auch viele Ereignisse nach diesem Moment, sind Aktionen von Zoro, die kleine Mini-Nichts ist passiert Moves sind. Wir sehen hier, wie die Wunde aufgeht, wir sehen, wie das Blut runtertropft, wir sehen, welche extremen Bemühungen es Zoro kostet. Vor allem sehen wir aber, wie er trotz all dieser Umstände weiter durchhält und das Ziel, Ruffy aus der Gefahrenzone herauszuholen, nicht aus den Augen verliert. Ein Umstand, den selbst Nami bemerkt und anerkennt. Diese schnelle Handlung ist es auch, die dazu führt, dass das kurze Zeitfenster, das sie sich durch diese Kanonenaktion verschafft haben, ausreicht, damit die Buggy-Piraten die beiden Strohhüte und Nami aus den Augen verlieren. Während Buggy und seine Piraten noch gerade realisieren, was passiert ist, sehen wir, wie Zoro mit Ruffy auf einem Dach angekommen erstmal ablegt, um durchzuatmen. Ich finde es auch witzig, wie er Ruffy, nachdem er sichergestellt hat, dass keine unmittelbare Gefahr da ist, hinwirft, als wäre er ein Sack Kartoffeln, da er halt weiß, dass Ruffy das schon wegsteckt und er ihn nicht betütteln muss. Doch es ist auch klar, dass diese Aktion seinen Tribut gefordert hat und die Wunde stark an Zoros Reserven zerrt. Im Hintergrund suchen die Buggy-Piraten Gebäude um Gebäude ab, während Zoro analytisch an die Sache herangeht und anerkennt, dass sie in einer ziemlich gefährlichen Situation sind. Dabei aber auch nicht eine Sekunde in Erwägung zieht, zu fliehen, sondern nüchtern akzeptiert, dass sie beenden müssen, was sie angefangen haben. Nami ist hier aber nirgends zu sehen und wann und ob sie sich von der Gruppe abgesplittet hat, steht noch offen. Was aber nicht offen steht, Buggys explodierende Wut. Doch, und das ist etwas, bei dem man Buggy einen gewissen Respekt zollen muss, er tut nicht das, was viele Gegner von Ruffy noch tun werden, nämlich Ruffy nur als eine lästige Fliege zu betrachten. Selbst Buggy gibt offen zu, dass es sich bei den beiden nicht um einfache Diebe zu handeln scheint. Zwar immer noch sehr selbstsicher, scheint er trotzdem die Sache ernst zu nehmen, denn er sagt seiner Crew, dass das Krieg bedeutet. Ruffy und Zoro gegen die Buggy-Piraten, während das Schicksal der diebischen Katze Nami nach wie vor offen steht, während die Orange Town Arc sich Stück für Stück weiterentwickelt. Und somit bin ich wieder da. Hi. Fangen wir mit der News of the Day an. Stanley Prusiner hat am 7. Oktober den Nobelpreis für die Medizin bekommen. Wuhu! Welches Wundermittel hat er entdeckt? Gar keins. Er hat eine Art von Krankheitserregern entdeckt. Prionen. Das sind die Erreger, die beispielsweise Rinderwahn und so Gehirn- und Nerven betreffende Krankheiten übertragen. In diesem Kapitel kommen die gleichen 5 Charaktere vor wie in dem letzten Kapitel. Ruffy, Zoro, Nami und auf der Gegenseite Buggy und die Acrobatic Fubas. Aber von Anfang an. Normalerweise sage ich an dieser Stelle immer den Autorenkommentar, aber es gibt eine Seite im Manga, die auf die Wikinger eingeht. Diese Seite würde ich euch gern kurz vorlesen. Die Wikinger. Pirat bedeutet Räuber der Meere. Es hat zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten dieser Welt immer verschiedene Arten von Piraten gegeben. Von allen Piraten gefallen mir die Wikinger am besten und von denen muss ich euch unbedingt erzählen. Vor mehr als 1000 Jahren tauchten Piraten vor der Küste Europas auf. Das waren die Wikinger. Sie stammen aus dem heutigen Skandinavien. Warum sie so genannt wurden, ist ganz einfach. Sie nannten sich nämlich selbst Viking. Warum sie sich so nannten, da müsst ihr 1000 Jahre in der Zeit zurückreisen und sich selber fragen. Und in seinen Autorenkommentar sagt Oda zusätzlich Folgendes. Auch wenn diese Serie schon 10 Kapitel hat, bin ich immer noch nicht an den wöchentlichen Pace gewöhnt. Oh, wie großartig sind diese professionellen Mangaka. Tja, oder wie sieht es nach 1121 Kapiteln aus? Denkt ihr, er ist mittlerweile dran gewöhnt? So, kommen wir jetzt zum Kapitel. Einen Charakter habe ich vorhin nämlich noch nicht erwähnt, obwohl er vorkommt, wenn auch nur in einem Panel. Er hat keinen Namen, existiert aber im One Piece Wiki und der kommt im Kapitel vor, deswegen erwähne ich ihn hier noch extra. Das Kapitel 11 ist in 2 verschiedene Anime-Episoden animiert worden, und zwar Episode 5 und 6. In Episode 5 waren schon Kapitel 8, 9 und 10 zu sehen und sie ist mit Kapitel 11 abgeschlossen. Kapitel 8 und 11 waren jeweils nur zur Hälfte in Episode 5, was bedeutet, wir haben einen Animationsfaktor derzeit von 3:1.
Okay, ich soll Werbung machen. Schon ein bisschen cringe, aber jetzt ist es nun mal so. Ich liebe Serien und Filme und ich liebe Bücher. Es gibt Buchverfilmungen. Diese schaue ich an, vor allem im Fantasy-Bereich, und vergleiche sie miteinander. Gerade habe ich zwei Videos draußen. Eines zu Die Welt von Eis und Feuer und ein Short zu Skeldagry Pleasant, meiner Lieblingsbuchreihe. Ein Video zu Jaehaerys dem Schlichte ist fertig und wartet nur darauf, veröffentlicht zu werden. Schaut mal vorbei, falls es euch interessieren könnte. Und wenn ihr mehr One Piece Content wollt, dann schaut euch doch dieses Video an, von dem ich nicht weiß, um was es handelt. Wahrscheinlich ist es das Video zu den Plotholes? Ich glaube schon. Oder das letzte Chapter für Chapter. Wir würden uns echt freuen. Bis zum nächsten Mal und noch ein schönes Jahr. Jetzt kommt das Outro des Todes.